Und hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem ersten Lost Place Video. Ja, wir sehen es hier im Hintergrund. Ja, schaut da. Eine Ziegelei. An diesem Ort habe ich schon ein paar Fotoshootings gemacht mit Mädels, aber auch schon mit Jürgen. So, und jetzt schauen wir uns mal um. Also wie gesagt, es ist mein erstes Video, was ich mache. Erstmal liebe Grüße an Adventure Buddy und PJ Adventure. Ich mache euch keine Konkurrenz, keine Angst. Ihr könnt es wesentlich besser. Aber wir schauen uns den Ort jetzt einfach mal an in einem Video. So, also, dann wollen wir mal loslegen. So, also wir sehen hier das Gebäude in voller Pracht. Hier steht irgend so ein Spielgerät rum. Ja. Als ich eines der letzten Male hier war, stand es noch im ersten Stock oben in der Wohnung. Gut, der Eingang ist auch relativ offen hier. Ja. Der Zaun hängt hier irgendwo in der Walachei rum. Ist ja kein Problem, wir sind da ja ziemlich flexibel. So, und nun sind wir schon drinnen. So, wenn jemand Wäsche braucht, beziehungsweise einen Waschkorb, der liegt hier noch rum, der Grümpel. So, wir schauen uns, aua, fällt noch fast auf die Fresse. Aber schaut auch mal hier, die Graffitis, die hier so sind. Ja? Also da, es hat schon was. Ne? Ja, ich habe noch jemanden dabei, der muss ein bisschen nach der Kamera gucken. So, jetzt laufen wir durch einen langen, dunklen Gang. Da waren früher auch mal die Brennöfen der Ziegelei. Also es ist eine alte, verlassene Ziegelei. Wer jetzt nicht weiß, was eine Ziegelei ist, da wurden Dachziegel gebrannt. Da liegen hier auch ein paar rum. Jetzt nicht irgendwie die hier gebrannt wurden, sondern die hier einfach eingestürzt sind. Ja, das zeige ich euch auch mal. Ich muss jetzt hier den Hang runter, zeige ich euch auch. Guck mal, wie es hier aussieht. Hier sieht es aus wie in Sodom und Gomorra. Ja, und hier seht ihr auch, wo die Dachziegel fehlen. Wie gesagt, wir sind ja hier in der Ziegelei. So, immer mal die Kamera in der anderen Hand nehmen. So, dann schauen wir mal hier gerade in der Halle. So, hier diese Treppe, die ihr hier seht, die kenne ich noch, dass die bis da hoch ging. Ein paar Reste liegen hier noch rum. Ja, da liegen die Reste rum. Und die ging mal bis da hoch. Ja, Wahnsinn. Also ich war jetzt dieses Jahr schon 5-mal, 6-mal, 7-mal hier und jedes Mal sah der Ort wieder anders aus. Also hier auch ganz interessant. Da, ja, bisschen dunkel. Ja, jetzt kriegen wir Licht. Ja, also Wahnsinn. Ja, oder? Also, so, und jetzt gehen wir mal in den interessanten Teil. Wobei, den interessanten hatten wir ja schon gehabt. Ah, hier, schaut doch mal hier. Beim letzten Fotoshooting, was ich hier hatte mit Sarah, liebe Grüße an dich, da war hier noch kein Graffiti. Da stand da einfach nur draufgeschrieben, bitte stehen lassen und eine weiße Wand. Wie gesagt, jedes Mal sieht es hier anders aus. Ja, jede Menge Müll hier, wie man sehen kann. Aber halt auch teilweise echt schöne Graffitis. Und was ich immer interessant finde, das möchte ich euch auch mal zeigen, das sind so kaputte Glasscheiben. Die haben wir hier auch. Und zwar hier. Ja, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass die Finger ab sind. Ja, hier, ja. Kann man sogar das Fenster aufmachen, dass Frischluft reinkommt. Bei einer kaputten Glasscheibe. Bist du nicht ganz sauber, Sven. So, ja. Hier war zum Beispiel letztes Jahr, falls die Martina und die Jennifer gerade zuschauen, wie so ein Bartisch aufgebaut in dem Bereich. Und hier in dem Bereich stand quasi, ja, wie so eine Bank. Jetzt mittlerweile sieht es hier eher aus wie Dresden 45. Ja, aber der Smiley ist noch da. Schaut doch mal. Wie heißt der von Ghostbusters? Wie heißt der? Wer es weiß, schreibt es doch einfach mal unter meine Kommentare.
Adventure Buddy, nehmt mir das bitte jetzt nicht übel, dass ich euch teilweise ein bisschen nachmache. Ich weiß gar nicht, wo mein Mitpartner ist, weil die Ratte hat mein Handy. Der ist fort. Ich höre nur Pfeifen. Keine Ahnung. So, ich gucke nochmal hier. Das ist auch einfach. Schaut doch mal hier. Sieht das nicht geil aus? Ja, Wahnsinn. Oder? Ja, also hier. Als wäre hier mal eine Bahn durchgefahren. Keine Ahnung, was das auch immer sein soll. Ja, jetzt bin ich langsam eigentlich bei meinem Punkt erreicht, wo ich sagen muss, dass meine Grenze erreicht ist von Filmen. Also in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße, wie gesagt, an Adventure Buddy und PJ Adventure. So, ja. Ganz liebe Grüße, macht es gut. Ciao, euer Sven. Bis zu einem meiner nächsten Videos.